ich meine die New York, vom Sting, arrangiert vom Roland Smith und dem Saxon-Sopran der Karin Kurs. Präsentiert und ich meine, das ist auch viel verrückt. Wir sind in die Stadt gefahren, wir haben uns da nochmal umgesehen, wir haben den Großherzog, die königliche Familie beobachtet, wie sie eine Gedenktafel enthüllt und eingeweiht haben. Am Hauptbahnhof. Am Hauptbahnhof, jawohl, bezüglich Deportation der Juden, halt da in der Nazi-Zeit. Das war da, wo du am Klavier gesessen bist. Ja, ja, ja. Und dann haben wir... sind wir zurückgelaufen und haben noch schön IPA getrunken. Indian Pale Ale. Was machen wir hier? Wo jetzt sind wir am Flughafen, haben uns noch mal gestärkt und werden jetzt dann langsam aufbrechen, Sicherheitskontrolle hinter uns bringen und einsteigen. Aufstehen, frühstücken, Bus fahren, Stadtbummel, Kaffee trinken, Flughafen, Abflug. Adios. Für mich war es so, dass ich lieber wieder zurückgefahren wäre, nochmal in 8 Etappen, als wie mit dem scheiß Flugzeug zu fliegen. Du voll drauf, voll, Power. Hat dir gut getan. Sehr gut, gefallen alles, wunderbar. Die 2 Tage waren aber klasse. Das war ein Abspann, wie es sein sollte. Das Frühstück am Senninger Berg am Sonntag war hervorragend. Die Gratis-Busfahrt in die City von Luxemburg. Und auch das Konzert auf dem Place de la Ville war hervorragend, hat mir gut gefallen. Und dann auch der Empfang am Bahnhof mit der königlichen Familie oder herzoglichen Familie persönlich, das war schon ein Highlight hier als Abschluss hier von Luxemburg. Ja. Ich danke vielmals. Radsportler haben und die werden wir jetzt einfach mal kurz interviewen. So, verehrte Zuschauer, wir haben jetzt hier einen dieser bekannten Radsportler, das ist Heinz Knechtel.
Und meine erste Frage an Herrn Knechtel. Herr Knechtel, wie sind Sie denn eigentlich von Berlin nach Luxemburg gekommen? Mit dem Fahrrad in 6 Etappen, mit einem Ruhetag, Gesamtkilometer 800 und mit kleinen Pausen dazwischen, ein Regentag, ansonsten Sonnenschein und Wolken verhangen. Ach Gott, ja. Da waren Sie also 7 Tage unterwegs? Wir waren 7 Tage unterwegs, ist da, von früh bis spät. Ja. An der Mosel lang, am Rhein entlang, oder Rhein? Na egal, aber an der Mosel auf jeden Fall. Und in Luxemburg wurden wir von dem hiesigen Radsportverband, vom Verein, herzlichst empfangen mit Blaskapelle und abends noch Theaterbesuch und Frauentausch. Gut, bleiben wir mal. Also die. Bleiben wir mal weiter bei der Wahrheit. Esmeralda, die war ganz lieb, schwarzhaarig, schöne gut. Schwarze Augen. Gut, das hervorragend. Und das danach gäbe es eine Tüte vom Fritz. Okay, ja. Das Thema werden wir später nochmal erörtern. Nochmal zum Radsport zurück. Zu Ihrer Linken sitzt Herr Stiller. Das ist mein Vereinskamerad, hätte ich beinahe gesagt, mein dicker Kumpel. Ja. Der auch mitgefahren ist, der ist natürlich immer vorne weggefahren. Ja. Der hat auch ein Rad, was etwas leichter ist als meins. Ja. Die Trinkflaschen waren immer voll. Aha. Ich habe immer mit leeren Flaschen da rumgefahren, Flasche leer, wie man so schön sagt. Aber es ging relativ ganz gut jetzt. Aber okay. Bei Regen ist er vor mir gefahren, hat den Trick erstmal aufgenommen. Ich habe ja nicht mehr abgekriegt. Alles klar. Dann erstmal soweit vielen Dank, Herr Knechtel. Wir kommen ja? Dann später auf diese Sache nochmal zurück. Aber erstmal wird Berlin Schönefeld gelandet sind. Ja? Aber gerne, gerne geschehen. Ich danke auch für das Interview. Vielen Dank. So, meine verehrten Zuschauer, hier ist wieder Radsport TV und am Mikrofon Rudi Lenkerband. Auch bekannt unter dem Spitznamen Raudi. Neben mir sitzt Ortrud Steinführ, das ist die in Berlin und darüber hinaus bekannte Radsportlerin, die auch bekannt ist unter dem Spitznamen Otti die Schnelle. Wir wenden uns hier zu und fragen Sie als erstes, Frau Steinführ, wie sind Sie denn von Berlin nach Luxemburg gekommen? Mit dem Rennrad. Mit dem Rennrad? Ja, in 6 Etappen, an 6 Tagen, ja. Plus einem Ruhetag. Aha, und wie viele Kilometer sind Sie gefahren ungefähr? Fast 800. Oh, das ist ja viel. Ja. Wie viele Höhenmeter waren dann dabei? Ich glaube über 6000. Ja, interessant. Mhm. Ja. Wer hat Sie denn begleitet? Naja, es waren hier zwei Kollegen vom Radsportverein Mariendorf dabei, zwei von Berliner Meer und ja, wir zwei Idunen. Und da war noch jemand von TSV dabei, Tempelhof, ne? Ja, so, Mariendorf. Die mal eben, ja. Ja. Genau, okay. So, und jetzt befinden Sie sich im Flug von Luxemburg nach Berlin. Leichte Turbulenzen, weil es durch die Wolken geht. Jawohl. Wie hat es Ihnen denn gefallen? Ja, also die Fahrt war natürlich schon anstrengend, aber interessant. Und ich bin natürlich stolz, dass ich diese Strecke und diese Herausforderung gemeistert habe. Okay, was machen Sie als erstes, wenn Sie in Berlin landen? Ja, mich freuen und zu Hause wahrscheinlich Manöverschluck trinken. Manöverschluck ist immer gut. Ist da jemand, der Ihnen was zu essen zubereitet? Ja. Wer ist das? Der Sohn meines Mannes. Ach, wird uns ein wunderbares Abendessen. Ja, das ist ja toll. Ja, dann viel Spaß. Danke.